Hier, Ladies and Gentlemen, Digging Deeper, da sind wir wieder mit einer Review. Chuck Joris, guten schönen Wundertag. Ja, wünsche ich dir auch, Frau. Alles gut bei dir? Ja, nicht, ne? Die letzten beiden Dinge habe ich ja mit dem Wolf reviewt, da hat der ein bisschen gedickt. Genau, der hatte da so ein paar Sachen noch im Petto, ne, die er noch kaufen wollte. Dann um so ein Retro-Gott, ne, ein bisschen mal chilligeres. Geht auch chilliger, sag ich mal, weiter. Mhm. Aber diesmal habe ich gepickt und zwar von meinem Man T-Bong, Alter. Mhm. Unter anderem auch Host von der Superior Session, hat eine Radiosendung in Köln, New York Heartbeats und so weiter. Bro, sehr umtriebig. Sehr umtriebiger Dude, kommt ursprünglich tatsächlich aus dem Staat New York, hat auch in New York City eine Zeit lang gelebt, arbeitet jetzt in Köln, wohnt in Wuppertal, ne, und hat, gibt eine lustige Geschichte mit Mella und T-Bong, wie die sich kennengelernt haben. Die erzähle ich jetzt hier nicht, das ist vielleicht besser, was T-Bong mal selber erzählt, wenn ich ihn im Gespräch habe oder so. Ja. Aber es ist schon sehr witzig, wie er überhaupt auf den Schirm gekommen ist und seitdem halt immer bei uns auf der Session am Start war und dann auch die Host-Aufgabe mit übernommen. Ist auch schon lange dabei jetzt, ne? Ja, voll. Also schon in der IFA war er am Start und das war 2013 oder so. Also schon 8 Jahre jetzt auch dabei. Ja, also und anfangs auch als Gast von einem Lackmann-Auftritt. So habe ich ihn kennengelernt. Da hat Männer gesagt, ey, ich habe hier so einen Dude aus New York am Start, kann der auch ein paar Tracks kicken. So, ne? Und den natürlich, klar, wenn Lackmann damit down ist, ja klar, lass den machen. So, ne? Und dann hat er da halt so 2, 3 Tracks gebracht und fanden wir cool. Und dann kam er immer wieder auf die Session. Ach, so, ne? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das ist sein erstes Album quasi, ne? Dafür, dass das schon so lange dabei ist. Meinst du, auf dem Album sind auch Tracks dabei, die er damals gekickt hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist jetzt alles in einem Zusammenhang entstanden mit den Leuten aus Köln auch so, ne? Okay. Interessant, weil so, ich fand auf jeden Fall, dass das... wir hatten jetzt vorher Alben, die sehr irgendwie themenspezifisch waren und dieses Album ist jetzt... relativ frei einfach mal, ne? Also von dem... Wir haben den Namen auch gar nicht erwähnt, das heißt Born Complex, ja? Also kann man jetzt deuten, wie man will, ne? Ja. Also redet er darüber, dass er Probleme hat, seit er geboren wurde, oder ist er komplex, ist ein komplexer Dude? Ja. Und ich glaube, darum geht es ihm so ein bisschen, ne? er ist komplex. So, und deshalb auch diese Art der Songs, ne? Viele Features drauf, so Cypher-Lieder da drauf, die Songs sind schon irgendwie gestrickt. So vom Sound sehr verschieden, ne? Also das ist, mal hat man irgendwie was Romantischeres, ne? Mit einer Gesangsstimme dann auch bei, ne? Dann ist da irgendwie mal so ein West Coast Touch, aber eigentlich ist es Boom Bap schon. Ja, schon ziemlich, ja. Ne? Und auch ziemlich laid back, ne? Laid back, ja genau, es ist so entspannt, ne? Es ist nichts irgendwie, wo harte Fakten irgendwie angesprochen werden. Und das ist, wie soll man sagen, ne? Das ist, easy listening. Ja, schon. Auf jeden Fall. Es stört auf jeden Fall nicht, wenn es läuft. So, ne? Es wird niemand sagen, ey, boah, jetzt mach diese Kacke aus. Das ist mir zu anstrengend. Genau, das habe ich bei Retro und Umse auch gesagt. Das ist die Mucke so, die kann ich auch morgens im Bademantel entspannt hören und dann denke ich mir nicht, boah, mach diesen Terror-Rap jetzt aus oder so. Ne? Das sind dann tatsächlich die Momente, wo ich keinen Onyx hören möchte, wenn ich gerade aufgewacht bin oder so. Manchmal vielleicht schon auf dem Festival, so, weißt du, aber grundsätzlich auch echt was zum Chillen. So. Das hatten wir ja gerade schon erwähnt, dass das sein erstes Ding ist, dafür, dass er schon so lange Musik macht, ne? Das ist doch eigentlich witzig, krass, dass er jetzt erst so ein ganzes Ding rausbringt. Dafür muss man aber sagen, wir hatten jetzt auch schon viele Alben, die etwas kürzer waren oder etwas anders strukturiert. Wir sind ja immer noch Fans von Intro, Outro, Interludes und Scratches in den Tracks. Und, ne, das macht für uns auf jeden Fall immer ein Ding auf. Und ist tatsächlich alles vorhanden. Ne? Ja, also es gibt ein Intro, es gibt ein Outro, es gibt Interludes, es gibt Scratches und es gibt sogar einen Bonus-Track. Genau, das kommt halt auch nochmal dazu. Deswegen ist das schon komplett geworden in der Hinsicht. Ich finde so ein bisschen, es klingt wahrscheinlich besser als andere Erstlingsprojekte. Ja, also wenn ich mein erstes Album höre, dann klingt auf jeden Fall nicht so cool. Ja, auch so vom Sound her ist es halt noch nicht so hundertprozentig ausgereicht, aber es hat auch dadurch so ein bisschen Cypher-Charakter immer. Ja. Also bei den ganzen Tracks merkt man so, aber wahrscheinlich, nachdem er das geschrieben hat, hat es nicht lange gedauert, bis das Ding im Kasten war. Ja. Also da wurde nicht mehr noch irgendwie dieser hundertprozentige Feinschliff, wie man das von, ne, aber das vielleicht auch, weil das halt so Cypher ist und weil die Themen so komplex und verschieden sind, dass man dann jetzt sagt, ja, dann machen wir es nicht so ganz so komplett dick und gerade. Ich denke auch, das wird schon relativ absichtlich. Ich meine, wenigstens ist das Soundbild insgesamt ja ein homogenes Feld. Ja, ne? Klar, genau. Also es ist nicht ein Song, der dann komplett anders abgemischt ist oder so. Das klingt halt so und so wollte er halt offensichtlich auch haben. Und passt ja auch zu diesem Charakter, den das ganze Ding hat. Es sind viele Features drauf, auch viele Ami-Features. Ne? Sons of Slave zum Beispiel ist drauf, Metaphysics sind drauf, so
Jungs aus Wuppertal, die auch schon eigentlich den Leuten aus der Szene bekannt sein sollten, auf Englisch rappen die ganze Zeit. Was habe ich denn jetzt noch vergessen, Alter? Ein französischer Rapper ist drauf, fällt mir der Name gerade nicht ein. Ich komme auch dran. Also auf jeden Fall ziemlich Multikulti und seine Homies aus Köln. So, ne? Er hat auch einen Cypher-Track mit 7 Leuten oder so. Ja, den werden wir gleich auch noch hören. Fangen wir mit einem Track an, mit featuring Cassie, True Melodies und ja. Ist ja Song Nummer 3, True Melodies, T-Bar. Check it out. True Melodies, True Melodies, True Melodies. With every ride that we go through in Jubilee, connecting math with the past conclusively. Some of my happy times can become flooded, but when you deal with these signs, you see way above it. When you're in line with the stars within your mental grooves, they ain't really trying to manage good, bad, or smooth. Day-to-day living these times can be so lovely, but only in our true melodies. Let's start from the intro. Plain and simple, trying to stay on this lifeline, creating no wrinkles. See many men, the heads above water, but only seeming to stay true to yourself. Know what I mean, man? See, then it's one way just to look at this road. Everything in real precision of what this world truly holds. No codes embedded, preventing me from my goals. As my flow starts to move, catch this feel as I show. One separate detail in our mental flight can't be retailed or rewound or every part of your mind. First time can be a charm at any level, taking your time in your right mind to learn the right song. Now you can find the true reasons that are in your lifeline to define decisions made cruising on this timeline. Not false therapy, like all these real cool remedies. Not stressing cause my true melodies. With every ride that we go through in Jubilee, connecting man with the past conclusively. Some of my happier times can become flooded, but when you deal with these signs, you see way above it. When you're in line with the stars within your mental grooves, they ain't really trying to manage good and bad, false moves. Day-to-day living these times can be so lovely. Ich finde am Style dieser Hooks, also nicht nur dieser Hook, sondern insgesamt der Hooks, die auf dem Album sind, merkt man auf jeden Fall, dass er New Yorker ist. Wenn du weißt, was ich meine. Das sind so New Yorker Hip-Hop-Hooks sind das, Alter. So, wenn so laid-back rausgesungen, ja, also ohne viel Einstellung. Ja. Ja, ich stelle mir T-Wong vor, Alter, am Block, in der Cypher, Leute stehen um den rum und... Ne, dieser Vibe und solche Hooks. Ja, so. Ja, also ja. Der muss ja nicht im Block stehen und irgendwo rumstehen, ist ja auch auf Session und macht das so. Ne? Darauf wollte ich hinaus. Ja, also ne? wenn man ihn kennt und die Platte hört, dann wird man sich die ganze Zeit vorstellen, wie er bei dir ist. So. Ja. Also da habe ich mich am meisten drüber gefreut in diesem ganzen Ding, weil ich habe den Mann jetzt durch Corona-Fuck auch schon lange nicht mehr gesehen. So. Und habe einfach mich so gefühlt, als wäre er gerade in meinem Wohnzimmer und würde mich zur Cypher einladen. So. Und so geht's ja also auch in den Tracks, ne? Im Endeffekt lädt er einen ja ein. So, komm, mach den Shit hier mit, laber keinen Dreck, dann kannst du hier mitmachen, so nach dem Motto, ne? Und das ist ja auch so die Philosophie, die auf der Superior Session eh irgendwie am Start ist, ne? Und die der Mann auf jeden Fall transportiert. Ja. Der nächste Song tut das auch, der heißt Not Here. Und da ist in der Hook auch so ein genau das, was ich gerade gesagt habe, if you come rap your junk, not here. Mhm. Ne? Dein Müll kannst du woanders rappen, so nach dem Motto. Ja. Check Nummer 5, T-Wong, not here. Come on, everybody, come dance with me. Gather around all in peace, love, and unity. We about to rock the whole block and those in the near. But if you come rapping junk, I'm saying, yo, not here. Come on, everybody, come dance with me. Gather around all in peace, love, and unity. We about to rock the whole block and those in the near. But if you come rapping junk, I'm saying, yo, not here. Come on, everybody, come dance with me. Gather around all in peace, love, and unity. We about to rock the whole block and those in the near. But if you come rapping junk, I'm saying, yo, not here. Like a creator with a little type of certain vision. Taking steps upon what's next with each decisions I'm living. Can't be the follow weed. Like the second dice that stops when we roll B. But in this game, can't be that one parolee. Friendly skies, they see me fly high. My freedom brings the right sight. And German heights is fry high. Discoveries from all these plans that show me lot to degrees. Are in hard cover so I can recover from others' disease. My union has mad civilians in the communion. We get a pause with no pause, but no cause to feeling. Or not to like this rather sermon that's certain to fall upon soft ears.
because my crew is determined to optimize like work, then minimize the broke men, immobilize all that content. And in the end, I have to put it in your ear and make it clear as you come, I'm saying, yo, not here. Come on, everybody, come dance with me. Gather around, all in peace, love, and unity. We about to rock the whole block and those in the air. But if you come back and jump, I'm saying, yo, not here. Come on, everybody, come dance with me. Gather around, all in peace, love, and unity. We about to rock the whole block and those in the air. But if you come back and jump, I'm saying, yo, not here. Es gibt auf jeden Fall mindestens 99,9% der anderen Rapper, die einen Song, wo die darüber rappen, dazu keinen Scheiß in ihrem Blog rappen, so als anders verpackt hätten, weißt du? Der kriegt es halt selbst da noch hin, diesen Vibe. It's all about peace, genau, love and unity, weil if you rap your junk, not here. So, genau, weißt du? Wenn du nicht hier weiter rappen solltest, kannst gerne hier bleiben und zuhören. Ja, ne? Ne? Rap nur deinen Müll. Genau, hör auf damit. Und nicht aggressiv, so, gar nicht aggressiv halt irgendwie, ja. So, ne? Wo man ja auch denken könnte, so als New Yorker und, ne? Auch in der Bronx teilweise irgendwie gelebt, so ist man auf jeden Fall ein rougher Motherfucker, was der auch auf jeden Fall ist, Alter. Ne? Aber so, das, er transportiert aber das anders. Genau, so. Er transportiert das auf jeden Fall, ne, dass er eigentlich ein harter Typ ist, nicht so in dem, wo er sich wohlfühlt mit anderen und in der Cypher. Ne? Da ist ja, da sind ja alle Freunde und alle cool. Ne? Also deswegen kommt das da vielleicht nicht so rüber. Es gibt andere, die dann so, ey, ich bin harter Motherfucker, dann stehe ich auch hier als harter Motherfucker und ne, ich bin jetzt hier der King, ne, ja. Der Hahn im Korb. Und du rappst nicht, weil ich krasser bin. Und das sagt er ja nicht so. Er sagt, ey, wir wollen jetzt zusammen rappen, aber laber kein Shit, so, weißt du? Eigentlich der beste Gedanke, den man da eigentlich haben kann, ne? Ja, also du merkst voll, dass er diese Cypher-Gedanken die ganze Zeit in der Birne hat und auch ne, auf dem Album transportiert und deshalb ist er ja auch Host von der Superior Session, weil der transportiert das. Dieser Typ ist eine Cypher. Ja. Ne, der steht irgendwo rum, fängt an zu rappen und um den rum bildet sich eine Cypher. So ist er halt einfach. Ne? Und das merkt man auch auf dem Album ziemlich krass. Ja. Und auch was also Rap. Das sind ja genau diese Geschichten. Ey, wir stehen ja am Block, wir wollen den ganzen Block rocken, dann gehen wir zum nächsten. Du darfst mitmachen, laber nur keinen Mist. So. Ja, richtig. Ne? Was auch noch interessant ist, wir haben gerade das erste Mal auch Cuts gehört auf dem Album. Die hat er auch selber gemacht. Ne? Ich habe ihn extra nochmal gefragt. Die Producer hat er mir jetzt leider nicht alle irgendwie mitgeschickt. Die stehen, glaube ich, auch im Backcover, glaube ich, mit drauf. Muss man der hat auch viel selber produziert. Ja, er hat auch einige Beats hat er selber produziert. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, einer von Raimi ist auch drauf und so. Aber ne, da will ich lieber nichts Falsches sagen. Ich glaube Scratches, nicht, das hätte ich gesehen. Ich habe es mir auf dem Backcover standen. Okay, ja, Scratches habe ich auf jeden Fall ihn gefragt. Und da hat er gesagt, die hat er alle selber gemacht. Und teilweise auch mit dem Mund, weil er einen Beatbox-Effekt noch drin haben wollte. Ich glaube, das ist direkt auf dem ersten Song. Habe ich gedacht, hat er das richtig? Ist das ein Scratch oder hat er das mit seiner Stimme gemacht, so wie Indie das auch auf seinem Album gemacht hat oder so, ne? Und er sagt, jo, Prost, to my brother T-Bone. Und er sagt, er wollte dieses Beatbox-Element unbedingt drin haben und deshalb hat er auch auf ein paar Tracks einfach mit seiner Stimme gemacht und so. Aber er hat auch selber gescratcht, ja. Er macht auch viel, ne? Auch bei der Superior Session habe ich ihn auch zwischendurch an einem Plattenspieler gesehen und dachte, ach, cool. Und dann macht er da einen relativ coolen Backspin, ne? Also es ist... Er hat damit angefangen. Er hat auf jeden Fall angefangen aufzulegen. Dann hat er mir mal erzählt, bevor er angefangen hat zu rappen. Aber ich glaube, das ist typisch New York, ne? So ein bisschen. Ich meine, das war halt probiert alles mal aus, ne? Also macht ja auch Sinn. So, ich habe für mich war schnell klar, dass ich nicht rappen möchte. Aber ne, für andere, ja, für die sind da echt offen. Also, es gibt ja viele, viele Multitalente, ne? Die eigentlich alles machen. Es gibt crazy Leute, die alles machen. So, ne? Da gibt es einige krasse Beispiele. Es gibt auch viele Leute, die so crazy sind und ihre Texte nur im Kopf schreiben, habe ich letztens gehört, aber das geht dann wieder in eine ganz, ganz absurde Richtung. So. Ja, aber... Und hier sind eher so Texte, die sind nicht aus T-Bones Kopf, die sind aus seinem Herzen, wenn du weißt, was ich meine. Ne, er macht sich jetzt auch keine krassen Gedanken über, sind das jetzt Feinheit, dreifach, ne? Rhymes oder so, weißt du, reimt sich das alles total krass, sondern er will einfach so sein Feeling, seinen Vibe rüberbringen. Ne? Also das ist auch so ein bisschen was ich vielleicht kritisieren würde, dass es halt an vielen Stellen nicht so hundertprozentig ausgereift ist. Ne? Also hätte man dem jedem Track nochmal ein, zwei Tage mehr gegeben, vielleicht. Oder was weiß ich, oder dann nochmal irgendwie den Reim umschreiben, so, ne? Wie du das wahrscheinlich machen würdest, wenn du nicht ganz zufrieden damit bist. So, das ist so ein bisschen so ein kleines Ding, wo ich sage, ja, an manchen Stellen hört sich es ein bisschen holprig an, ne? Es ist ja, schon. Manchmal auch ein bisschen zu viel.
ne, was so in den Beats passiert manchmal, auch nach meinem Geschmack, es hätte ein bisschen weniger sein können an manchen Stellen. Aber es ist, ja, weil man sich fragt, warum passiert das jetzt? Warum, ne? Also, ja, genau. Warum manchmal manche Sachen in manchen Beats passieren? Ich weiß genau, was du meinst. Weil man sich denkt, das war ein voll der geile Track so. Und auch diese Einlage in dem Beat ist cool. Aber warum jetzt? Ja. So bringt einen dann voll raus, als wäre es auf einmal ein anderer Song oder so. Ne? Auf einmal verändern sich die Drums und der Track wird ein bisschen, ja, wie soll man, hetzt dann auf einmal. Ja. Ne? Obwohl alles so laid back ist und so. Das habe ich auch so wahrgenommen. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, klingt jetzt, man merkt schon, es ist ein roter Faden hinter. Ne? Jeder Song so, steht also zwar für sich, es ist ein roter Faden in dem ganzen Ding, aber hat diesen Cypher-Charakter halt. Ne? Also man hat nicht einen roten Faden, der durchs Album geht, sondern eher soundtechnisch, meine ich da. Ne? Und die Songs, die sind alle ein bisschen verschieden. Irgendwie rappen übers Rappen mit einer Art von T-Bongs persönlichem Storytelling, so was dann den Namen Born Complex auch wieder aufgreift. So das Ganze, ich versuche die Menschen zusammenzubringen. Und deswegen passt der nächste Track eigentlich ganz gut, der ist nämlich Cypher mit ganz vielen Features. Ja. Wir werden den ein bisschen länger hören, weil da ist kommt noch ein geiler Part und den wollen wir auf jeden Fall. Ja. Haben wir gar nicht schon drüber gesprochen, normalerweise, ne? Aber das ist ja so ein Drittel vom Track, kommt ja dabei in der Länge auch. Muss man machen. Und man muss sagen, am Anfang rappt ein deutscher Dude, der anfängt aber auch auf Englisch zu rappen und so, ne? Auch ein bisschen experimentiert wird da. Nkosi heißt der Dude übrigens jetzt. Ich weiß, ich werde es packen, also pack ich meine Sachen und ich komme erst zurück mit dicke Batzen in den Taschen. Die Familie ist am Warten, muss sie füttern wie der Pate und ich hoffe, ich werde es packen mit deiner goldenen Platte. Dieser Typ, über den man sagen würde, der Kamsa und Chris Hub, Rappers Competition und ich stehe über dem Standard. Everyday am Hustlen, will mich verewigen, Deutschrapper eine Zirkusnummer, ich lass mich nicht bändigen. Nein, nein. Cypher, like they wanna feel the hype and waiting for the next homeboy to pass the mic when he finished the lines. Straight out the mind of one of these masters of ceremony up in here. Hip hop classic, so the homies weapon clear, just appear. You don't need a rap career, get it clear. Dirty Derp is a grinder, pen and paper grinder, describing thoughts of grinder. In the middle of rhyme fighters in the cypher. Weiß ja, eiskalt reiß ich hier die Lines ab. Steinplatz, Einsatz, shit, hip hop scheint satt. West Coast Echo, wenn Mr. Baker rein, das Fiesta Wuppertaler zum Chill, hart gemischt. Ich zieh mir Corona und Flow auf dem Billardtisch. Freestyler bin ich nicht. Viele Chickas heiß, doch ich rück das Mic und es schließt sich der Kreis. Kreis, Kreis, Kreis. Late to the party, got the nerve to crash it. Pulling out the stops, feeling sort of fantastic. Now let's get into the cypher. Peter wanna play the piper from the age of 16. I've been pulling all nighters. Round and round we go, this merry-go ain't moving fast enough. While you're talking, you ain't seeing picking glasses up. It's exhausting being a marksman, have to do it to him. It ain't working to touch their bodies, gotta push it through him. Underdog scratching fleas that try to hold me back. Too many people misdirected, I let out the map. At the fact, most you rappers scared to speak the truth. I dropped the wisdom, all you ever did was bring the tooth. I see the top is not as simple as an escalator. My family's hungry, so I guess I'll have to cater. Perpetrators linger, sticking fingers where it don't belong. I'll pave the way, take my advice upon a tag along. Ja, auf jeden Fall, dann, damit ich nicht wieder angemacht werde, ne, die MCs, die wir gehört haben, waren Nkosi, Dirty Dub und J-Face. So. Und ich finde, man merkt einfach bei diesen drei Rappern aber auch schon den Unterschied der, ich sag mal, der Zeit, die sie das machen. Würde ich noch niemals sagen, man kann das vielleicht nicht an Zeit messen, sondern der letzte J-Face über Dope Part. Ja. Die anderen so ein bisschen... auch cool. Ich finde also, ja cool, also auch dieses Englisch-Deutsch, weißt du, ich finde ja cool, dass man das macht, so, ja. Ne? Also deshalb, ich will jetzt da gar nicht die englischen Lyrics, die du geschrieben hast, da irgendwie kritisieren oder so, aber ich sag mal so insgesamt, wenn ich jetzt als Technik-Fanatiker an solche Raps dann nehmen würde, würde ich sagen, das ist mir ein bisschen zu untechnisch. Ja, also wäre dir vom Anspruch als MC her zu wenig. Ich finde das okay, dass so ein Track mal rauskommt. In so einem Cypher-Charakter sowieso, weil ne, da sind ja noch andere Leute, da sind ja auch wirklich Son of Slaves, Metaphysics sind noch da drauf. Warte mal, damit ich, kannst du einmal anmachen, wer da alles drauf ja, ist? Ja, können wir nochmal einmal zeigen. Also es sind einmal sagen, also einige Leute. Bix. Also Nkosi, Dirty Dub, J-Face, Bix, Sifu, Son of Slaves und Metaphysics. Und T-Bong selbst halt auch noch. Also es ist schon irgendwie
bunte Tüte dürfte man mal behaupten. Ja, ne? Wie gesagt, ne, natürlich gibt es, wenn viele MCs drauf sind, gefällt einem der eine besser und der andere nicht so. Ne? Aber es ist halt schön zu hören, auch wie der erste Part reinkommt, auch der zweite, wie das dann, man merkt halt, da ist ein bisschen deutscher Akzent drin, aber es ist halt schön, der hat sich einer Mühe gegeben und wollte da halt den entsprechenden Part bringen und das ist halt... Ja, ich find's cool, ich find's auch cool. Und es sind ja alles dann irgendwie Homies von Tibung aus Köln und ich finde auch hier von ihm die Line geil. Ich zisch mir einen Kolona, weißt du so? Ein Kolona, Alter. Und Freestyle auf dem Billardtisch oder was er dann sagt. Ja. Keine Ahnung, ich kenne das, mein Freund. Ein Kolona. Ich bin halt kein Freund von Kölsch, aber ja, so sei es, Alter. Kölsch besser als alles, aber alles schlechter als Pils, ne? Was soll man sagen? Ey, so sieht es aus, Alter, so sieht es aus. Ja, ich meine, was soll man sagen, Alter? Mach mal den nächsten Track an, weil ich den Namen gut finde. Direction of Perfection. Ja, ja, ja. Lässt sich natürlich auslegen, wie man möchte. Sag ich danach was? Ja. dudelig, boombeppiger. Ja. Dudelig boombeppig. aus Tradition ursprünglich. das ist das, was ich mit dudelig meine. Ja. No matter how deep we go into our soulful dreams, building faith, riding straight, that's what the hardcore lean. On this right side of self-esteem, can make corrections for learning goals in the right direction for perfection. No matter how deep we go into our soulful dreams, building faith, riding straight, that's what the hardcore lean. On this right side of self-esteem, can make corrections for learning goals in the right direction for perfection. No matter how deep we go into our soulful dreams, building faith, riding straight, that's what the hardcore lean. On this right side of self-esteem, can make corrections for learning goals in the right direction for perfection. Sometimes I walk and show reflections of my true mental being, just like the sun, moon, the stars, and how they come on the scenes. And a social call, but fine tuning, but mostly these things are situations like string of Emanotti. Shark and witty clash, not knowing the first time faith was on their side, holding the mask. The way I knew about deciphering dreams was to go through them and feel the true terms of its means. Today's a different level than in my teens, that means I put my ideas out and see what they bring. Now all these things that come with some reflection, and when we understand the section, then you know what's next. This lesson's better taught with no misconceptions. On your second time through, you should be able to end it. Now this is life in every word recession. They need to find out how and which direction for perfection. No matter how deep we go into our soulful dreams, building faith, riding straight, that's what the hardcore lean. On this right side of self-esteem can make correction for learning goals in the right direction for perfection. No matter how deep we go into our soulful dreams, building faith, riding straight, that's what the hardcore lean. On this right side of self-esteem can make correction for learning goals in the right direction for perfection. Du hast gerade vorhin gesagt, so, das hat ein bisschen was Westcoastiges, aber was du jetzt gerade gesagt hast, das hat mir noch besser gepasst, ja, und zwar was LL Cool J-iges. Das hat das auf jeden Fall. Das erinnert, ich hab Coolio gesagt. Achso, du hast Coolio gesagt. Ich fand ja diesen eine Coolio-Ding. Ey, weißt du, woran mich das jetzt gerade erinnert hat, weil ich auch LL Cool J gerade verstanden habe, Alter, an I Need Love von LL Cool J. Ich meine, okay, nicht im negativen Sinne, ne? Sondern, aber du kennst ja, ne? Da von LL Cool J, Alter, LL so ein bisschen was vielleicht davon, Alter. Okay, ein Coolio, boah, den habe ich gerade so gar nicht auf dem Schirm, deshalb will ich da lieber keinen Vergleich ziehen. Ja, cool. Also so von diesem Laidback und oh, mir geht's gut und oh, Right Direction, Ich finde halt geil, so diese Direction for Perfection, so was er da sagt, das bezieht sich halt offensichtlich nicht auf den Sound, so den er, da darf ruhig eckig sein alles, ja, weißt du, da darf ruhig alles eckig sein, für ihn ist Perfection, das, ne, ja, das alles locker und lässig und flowig ist und so, dat, ne, alle sind entspannt und so, das ist für ihn Perfection und nicht, dass das heftig abgemischt ist, dass jeder Reim sitzt und diesen Stuff, so weißt du, und das kommt da auch halt ein bisschen rüber, so. Also so ein bisschen, wie soll man sagen, T-Bong Personal Storytelling oder so, was er da macht. Mhm. So kommt mir das immer vor. Deshalb meine ich auch, ich habe immer das Gefühl, er steht vor mir, wenn er das sagt. So, ne? Und nicht so wirklich Teacher-mäßig, sondern der, so wie er mit mir reden würde. Mhm. Ne? Und ich verstehe nicht immer so alles so ganz genau. Also zumindest akustisch schon. Ich finde, man versteht, was er sagt. Ja.
man weiß manchmal nicht so, was er sagen will. Weißt du, was ich meine? Aber das, kommt nicht so einfach auf den Punkt. Das aber man fühlt es trotzdem. Ja, ne? Ja. Also man fühlt ihn auf jeden Fall die ganze Zeit. So. Ja, auf jeden Fall, genau. Schon, was er von einem möchte. Ja, allein durch die Beats ja schon, ne? Man weiß, was die Beats von einem möchten. Also kommen wir jetzt mal zu dem Song Bob in Your Head, Alter. Das, weil dann ist gut, es, ne? Wer dabei nicht nickt, Alter, weiß ich auch nicht so. Und das ist jetzt nicht dieser Überbanger, sondern man nickt einfach. Man muss mit dem Kopf nicken. Mhm, ja. Gibt's auch ein Video zu, angucken. Ah. Die Typen im Hintergrund nicken nämlich die ganze Zeit gar nicht. Und ich dachte erst, hä? Wie lame ist das denn, so ein Video zu machen, wo die ganzen Leute im Hintergrund halt nicht mit dem Kopf, aber die machen halt mit Absicht nicht so, weißt du? Und man denkt sich, wie können die da so stehen? Aber das ist es halt, ne, das war Absicht. Ich habe ihn extra gefragt, war Absicht. War Absicht? Ja. Ich hatten die alle keinen Bock. Ja, wir sitzen jetzt auch mal hier ohne Kopfnicken. Nee, geht nicht. Ich bin schon dabei, Alter. Shoulder to shoulder, younger to older, richer to poorer, a passer to a scorer. Now you on the poster, disasters on the corner. Now they out the corner, corner. You was told about the news, the clues, the tips, the truth. To get close to his bong and his crew, it's bong and you knew. So put your hands up and get ready for just how steady I can rip this mic up. My dear, we over here where you at. We got the music that's rocking our house right and exact. So make moves and come through and let bong ring to you. Something new to go and tell your peoples and your crew of how we rock the party right, holding on through the night. Serving them words so that you get bong's mental flight. And now you see us over here, we bobbing our heads. Now you're bobbing your heads, you're bobbing your heads. We over here and y'all bobbing your heads. Hab dabei auf jeden Fall auch immer irgendwie ein bisschen weinendes Auge, wenn ich so was höre, Alter, weil ich mir die ganze Zeit denke, Mann, wann ist endlich wieder fucking Superior Session und da, wo er das mal live bringen kann und man einfach sieht, was es mit einem macht, so, weißt du? Das Ding ist halt, man hat gerade auch gemerkt, auch wenn ihr das zu Hause hört, die Hooks hat man immer nach dem ersten Mal hören, dann beim zweiten Mal kann man die komplett mitrappen. Das meinte ich mit so typischen New Yorker typisch, Hooks. So, genau, weißt du? Die hat man dann einfach drin und das Cypher-Modus und, ne, und direkt so, oh yeah. Man weiß halt, was dann kommt. So, das ist halt nicht irgendwie innovativ in dem Style, wie das dann wieder irgendwie anders aufgebrochen wird, was manche da auch bestimmt wollen. Für ihn ist das klar, ich will die Leute ja mitziehen, dann muss ich das machen. Ja, in der ja. Art, und ne, weil das halt sich gut anfühlt und weil es ja auch geil ist, ne? Deswegen. Ich finde auch cool einfach, ne? Ich meine, T-Bong ist halt so ein Dude, so ein familiärer Dude und so, ne? Und hat dann auch einfach alle seine Homies aus Köln, die der jetzt über Jahre kennengelernt hat, auf das Album gepackt. Ich habe nicht ganz auf dem Schirm, wie lange er daran gearbeitet hat, habe ich vergessen zu fragen, aber ich weiß, dass er schon daran gearbeitet hat, als es noch Sessions gab, also. Und da auch schon länger, also mindestens 2,5 Jahre. Okay. Mhm. Es steckt Arbeit und Liebe drin. Ja, okay. Ich finde, das merkt man auch. Ne? Ja. Also auf jeden Fall, das ist jetzt nicht einfach irgendwie hingeklatscht oder so. Und nicht in diesem Sinne Cypher-Charakter, sondern schon gezielt seine Leute ausgesucht, seine Tracks, das, was er sagen möchte, gesagt so. Und ein rundes Hip-Hop-Ding, würde ich sagen. Sehr hip-hoppig auf jeden Fall. Ne? Da ist jetzt kein Experiment, wo man sagt, okay, da wollte er jetzt doch mal in die Moderne rein. Kein Autotune auch drin. Ne? Ja. Also es sind Scratches drauf. Es ist ja, ne, vieles von dem, was wir ja eigentlich mal so vom Album verlangen, ist da ja auch einfach abgedeckt. Ja. Ne? Also das Einzige, wo ich halt sagen würde, was vielleicht halt auch dem Charakter des Albums geschuldet ist, dass es halt diesen Cypher-Modus hat, dann kann es nicht hundertprozentig geil, dick abgemischt sein, so wie man das halt von anderen Tracks kennt und auch so braucht.
bei dem Album ist es halt total wichtig, dass dieses Feeling rüberkommt. Na, es ist so ein bisschen höhenlastiger halt auch, ein bisschen schallert alles ein bisschen, bisschen mehr. Spitzer. Vielleicht hat man deshalb auch dieses Gefühl, dass der vor einem steht, weißt du? Ja, weil es einfach klingt wie in so einer Cypher, die im Wohnzimmer passiert und so. Mhm. Auf eine gute Art und Weise, muss man aber sagen. Ne? Also es gibt ja auch irgendwelche Sachen, die halt irgendwie trashig abgemischt sind, mit Absicht aber kacke klingen. Das würde ich noch nicht mal trashig nennen. Das ist einfach jetzt nicht, ich sag mal, nicht für eine Vinylpressung abgemischt oder so, sondern wirklich eher so ja, für das, was er gemacht hat. Ne? Ich habe mein Album fertig mit meinen Leuten, ich bringe das jetzt raus und so klingt das. Und da ist ja kein Unterschied zwischen den einzelnen Tracks. Ne? Klingt ja nicht einer anders als der andere, sondern das ist ja eine Linie. Genau. So. Wird es das Ding in irgendeiner Form physisch geben, weißt du? Wahrscheinlich erstmal nicht, aber er guckt mal. Er guckt, also für ein CD wird sich das ja auch anbieten, würde ich behaupten. Ja. Ansonsten weißt du, wo man das dann demnächst bekommt? Wann kommt das denn? Das ist schon draußen, jetzt seit 2 Tagen, glaube ich, und auf allen Streaming-Plattformen, die es so gibt. Einfach T-Bong, Born Complex auf Google eingeben, dann sollte man das überall finden. Okay, und auch Spotify, kannst du auch auf YouTube, kann man auch einfach hören, Bandcamp, aber supportet diesen Mann. Bandcamp glaube ich nicht. Finde ich immer ganz gut. Finde ich selber auch gut, stirbt leider langsam aus. Ich habe noch einen Bandcamp-Account, ich verstehe es auch nicht, aber ist halt so. Da kannst du sogar einen Flak hochladen, ne? Aber people don't do that shit. Ja. Aber ja, Ladies and Gentlemen, T-Bomb, Born Complex, New York Shit aus dem fast Pott, wenn man so sagen möchte. Aus dem Bergischen. Im Rheinland, ja. Superior Session Represent. Das war ein Chuck Joris. Mein Name ist Proton. Tim Carey an der Cam und der Wolfi immer da drüben in der Ecke. Peace out. Wir sind draußen. Prost. Ja, Prost. Yeah. Korrekt.